Schön, dass Sie wieder bei uns sind an diesem Dienstag. Die Flieger sind ja zurzeit am Boden wegen der Pandemie. Aber es gibt in dieser Zeit auch Flugobjekte, die weltweit schwer begehrt sind. Zum Beispiel das hier. Das bringt den Impfstoff in ganz abgelegene Orte. Eine Darmstädter Erfindung erobert die Welt. Und wir zeigen Deutschlands beste Nachwuchshandwerkerin und den besten Nachwuchshandwerker. Beide glücklich und beide erfolgreich. Das kann man nicht immer sagen, auch nicht beim Thema Impfen. Da hakt es ganz schön. Es ist zu wenig Impfstoff da und wann er endlich wirklich ausreichend da ist, das wissen wir noch nicht. Viele, vielleicht auch Sie, haben versucht, Impftermine zu bekommen und Sie sind nicht durchgekommen bei den Hotlines oder im Internet. In den Impfzentren in Hessen könnten viel mehr Menschen geimpft werden, geht aber nicht durch das ganze Kuddelmuddel. Die Bilanz nach einer Woche, naja, so lala. Glückliche gibt's aber auch. Für die 86-jährige Inge Machmar aus Kassel ist heute der wichtigste Tag seit langem. Ich werde geimpft und freundlicherweise auch abgeholt, gut betreut. Darüber bin ich ganz glücklich. Und diese Betreuung ist Ernesto Plantera. Er hat eine Initiative gegründet, deren Mitglieder ehrenamtlich Corona-Impftermine organisieren und Senioren ins Impfzentrum nach Kassel begleiten. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit und diese kurze Fahrt, 1-2 Stunden, die wir dann eventuell pro Senior brauchen, ist der Ausgleich, in dem man wirklich was Gutes getan hat, was einem selber auch gut tut. Los geht es für die beiden Richtung Impfzentrum. Ich bin aufgeregt jetzt. Ja, schön, dass ich es bekomme, aber so ein bisschen Aufregung ist schon dabei. Inge Machmar hatte Glück. Ihre Tochter hat sich um den Termin gekümmert und Ernesto Plantera fährt sie. Aber viele andere sind auf sich allein gestellt. Dabei beginnen die Tücken für viele schon bei der Impfterminvergabe am Telefon oder vor allem im Internet. Wenn es überhaupt Termine gibt, aktuell ist alles ausgebucht. Erst Anfang Februar geht es weiter. Das größte Problem, die Hersteller liefern weniger Impfstoff als geplant. Das ärgert auch bei aller Zufriedenheit über die ersten Impftage und Wochen Sozialminister Kai Klose. Das, was BioNTech Pfizer uns vor kurzem beschert hat, nämlich mal kurzfristig eine Reduzierung der Lieferdosen um fast 20%, mit dem Ziel danach eine höhere Produktionskapazität aufzubauen, kam so kurzfristig, dass es natürlich für alle ein Riesenproblem ist. Da braucht es tatsächlich mehr Verlässlichkeit, damit es europaweit noch besser läuft. Zurzeit liefert BioNTech Pfizer um die 50.000 Dosen pro Woche an Hessen. Moderna startet mit 7.200. Macht jede Woche 57.200 Dosen, aber nur 28.600 Erstimpfungen, da die Hälfte für die Zweitimpfung gelagert wird. Eine Zahl, die Hessen eigentlich pro Tag schaffen will. Und jetzt lässt auch noch ein weiterer Hersteller die EU hängen. AstraZeneca, deren Impfstoff gerade zugelassen wird, will plötzlich nur noch die Hälfte liefern. Eine Gefahr für die hessische Impfstrategie? Nein, sagt der Sozialminister. Wir haben immer mit dem geplant, was wir verlässlich auch da haben. Und genau so verantwortlich wollen wir auch mit AstraZeneca umgehen, wenn er dann zugelassen ist und wenn er dann endlich eintrifft, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können. Insgesamt wurden im ersten Impfmonat etwa 134.000 Impfungen verabreicht. Davon gut 104.000 Erstimpfungen. Das ist eine Impfquote von 1,7%. Knapp 30.000 bekamen sogar schon die zweite Dosis. Auch für Inge Machmar aus Kassel steht in 3 Wochen die zweite Impfung an. Und auch dann wird Ernesto Plantera sie wieder begleiten. Ja, viele beneiden Frau Machmar, dass sie den ersten Peak schon bekommen hat. Es gibt viele Fragen zum Impfthema. Einige klären wir jetzt mit Ute Wellstein, unserer Studioleiterin im Parlamentsstudio in Wiesbaden. Ute, viele haben ja noch gar keinen Termin bekommen. Was machen die jetzt? Ja, die müssen warten, bis es wieder neue Termine gibt. Das soll Anfang Februar soweit sein. Nächste Woche fängt der Februar an. Einen genauen Termin erfahren wir noch. Dann kann man wieder welche holen. Was man jetzt schon machen kann, man kann sich registrieren lassen. Also schon mal all seine Daten aufnehmen lassen. Dann bekommt man eine Registrierungsnummer. Und dann geht das mit der Terminvergabe, wenn man denn dann mal durchkommt, auch einfacher. Ja, ist ja schon mal ein guter Tipp. Wird es denn dann besser, auch bei der Hotline durchzukommen oder eben bei dieser Terminvergabe übers Internet?
ich fürchte fast, das wird nicht wieder ganz ohne Probleme abgehen. Also etwa 100.000 haben jetzt schon die erste Impfung bekommen und die Gruppe derer, die zuerst dran sein soll, die umfasst noch mal über 400.000 Leute mehr. Also werden sich dann, wenn die Termine freigegeben werden, vermutlich wieder sehr viele darum bemühen, einen zu bekommen. Und so wie ich das wahrnehme, werden die vielleicht auch zum Enkel und zum Kind sagen, probier du es auch noch mal. Und schon sind 3-4 Leute in der Leitung, die für eine Person versuchen, einen Termin zu kriegen. Also mich würde das überraschen, wenn das ganz ohne Probleme abginge. Aber die Regierung hat ein bisschen vorgesorgt. Es wurden mehr Serverkapazitäten gekauft und es wurde mehr Personal zur Verfügung gestellt. Die Abläufe wurden optimiert, heißt es. Und man hofft, dass es nicht ganz so chaotisch wird wie beim letzten Mal. Ja, da sind wir mal gespannt, wie das dann läuft. Im Moment, da hapert es ja am Impfstoff. Kann man denn überhaupt dann noch davon ausgehen, dass es klappt, bis Ende September jeden von uns zu impfen, der geimpft werden möchte? So verspricht es ja die Kanzlerin. Das weiß die Landesregierung auch noch nicht. Also die hessischen Impfzentren sind darauf ausgelegt, dass sie bis zu 30.000 Impfungen am Tag geben könnten. Das wären 210.000 in der Woche. Nun haben wir aber im Moment nur Impfdosen etwa 50.000. Also da sieht man schon mal, das passt noch nicht so ganz. Und von diesen 50.000 wird auch noch die Hälfte zurückgelegt, damit sichergestellt ist, dass jeder auch eine zweite Impfung bekommt. Daher rührt zum Beispiel auch, dass Hessen eine geringere Quote hat bei den Erstimpfungen als manche andere Länder, die schon mehr von ihrem Impfstoff einfach mal verimpfen, ohne zu wissen, ob sie dann noch die zweite Portion haben. Und einige haben ja auch schon Termine absagen müssen, haben wir auch schon erlebt, hier in Hessen allerdings noch nicht. Also das steht und fällt mit den Impflieferungen und die sind holprig. Das haben wir ja diese Woche an mehreren Stellen mitbekommen. Deshalb, wenn das erreicht werden soll, dass bis Ende September jeder einen Impftermin bekommt, der ihn haben will, dann muss da an Tempo noch ordentlich zugelegt werden. Tja, das sagt Ute Weltstein, unsere Studioleiterin in Wiesbaden. Dankeschön. Ja, unsere Geduld wird ganz schön strapaziert. Wir befürchten, hinten dran zu sein beim Impfen. Bei einer anderen Sache, da sind wir ziemlich weit vorne, und zwar beim Ausliefern von Impfstoffen in Länder, wo es nicht überall ausgebaute Straßen oder Schienen gibt, dank dieser Erfindung aus Darmstadt. Schon jetzt gibt es Anfragen aus der ganzen Welt danach. Das ist sie, die Drohne Wingcopter aus Weiterstadt. Das Besondere, die Rotoren werden nach dem Start nach vorne gekippt und das macht sie zu einer der schnellsten zivilen Drohnen weltweit. Sie schafft bis zu 240 km/h. Wirtschaftsingenieur Ansgar Kadura erklärt, dass so vor allem Menschen in schwer zugänglichen Orten schnell beliefert werden können. Wir denken, dass der Einsatz von Drohnen wirklich in der letzten Meile helfen kann, insbesondere in Ländern, wo es gerade keine Lösung gibt. Da ist das Problem, dass es keine Kühlkette bei minus 70, minus 80 Grad gibt. Und da können wir eben Abhilfe schaffen, indem wir einfach die letzte Meile drastisch verkürzen. So können Menschen auch in weit abgelegenen Gebieten, die nur zu Fuß erreichbar sind, versorgt werden. Im Südpazifik hat Wingcopter bereits 19 Dörfer mit Impfstoffen versorgt. Auch in Afrika ist die Drohne im Einsatz und bringt Medikamente. Nun soll in den nächsten Wochen erstmals der Corona-Impfstoff geliefert werden in Südostasien. Der Test verlief erfolgreich. Das ist eine Box, die genau diese Kühlung abbilden kann. Da haben wir ein Kühlpad, was enorm kalt die Temperatur gewährleisten kann. Und in dieser Box mit guter Isolierung sind dann letztendlich die Vials mit dem Vakzin oder mit dem Impfstoff. Und das reicht, um die Kühlung für eine ganze Weile zu gewährleisten. Er hat 2017 gemeinsam mit Tom Plömer und Jonathan Hesselbart das Unternehmen gegründet. Damals hatten die ehemaligen Studenten aus Darmstadt noch auf Investoren gehofft. Mittlerweile hat das Start-up-Unternehmen über 100 Mitarbeiter und hat gerade rund 18 Millionen Euro aus den USA und vom Land Hessen bekommen. Damit kann der Wingcopter hier in Weiterstadt endlich in Serie gehen und mehrere tausend Stück pro Jahr produziert werden. Es macht auch Sinn, in Europa, in Deutschland, in Hessen Medizingüter zu liefern mit per Drohne. Einfach, wenn man das in einem Netzwerk aufzieht, wo wir quasi innerhalb von einer halben Stunde Güter liefern können. Man kennt das ja aus der Apotheke, dass man quasi in die Apotheke geht, ein Medikament bestellt. Nächsten Tag ist es da. Was wäre, wenn das innerhalb von einer halben Stunde ginge? Noch Zukunftsmusik. Aktuell läuft die Planung, weltweit Corona-Impfstoffe zu liefern und Menschen möglichst kontaktlos zu versorgen. Dann damit zurück zu uns und den aktuellen Corona-Zahlen.
Und die hast du jetzt, Martin, für uns in den Nachrichten. Genau. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden dem Robert-Koch-Institut 233 weitere Menschen in Hessen gemeldet, die sich mit dem Virus infiziert haben. Im selben Zeitraum wurden 82 Menschen gemeldet, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. In den vergangenen 7 Tagen wurden damit insgesamt 6.814 Menschen gemeldet, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Das sind 1.315 Menschen weniger als in den 7 Tagen davor. Es wird geschätzt, dass derzeit erstmals wieder seit dem 6. November in Hessen weniger als 20.000 Menschen, nämlich etwa 19.300, akut infiziert sind. Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Verteidiger von Markus H. Freispruch für seinen Mandanten gefordert. H. habe nichts von den Plänen des Hauptangeklagten Stefan Ernst gewusst. Die Bundesanwaltschaft hatte dagegen 9 Jahre und 8 Monate Haft wegen sogenannter psychischer Beihilfe zum Mord gefordert. Die soll Markus H. in Form von Gesprächen und Schießübungen geleistet und darüber hinaus den Mord billigend in Kauf genommen haben. Markus H. hat zu den Vorwürfen bisher geschwiegen. Im Frankfurter Bahnhofsviertel hat ein Mann 4 Menschen mit einem Messer attackiert. 3 von ihnen wurden schwer verletzt. Der Hintergrund der Tat blieb zunächst unklar. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann seine Opfer offenbar wahllos ausgesucht und dann auf sie eingestochen. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass sich Täter und Opfer gekannt haben könnten. Das werde derzeit geprüft, teilte ein Sprecher mit. Zudem könnte der Täter unter Drogeneinfluss gehandelt haben. Ermittelt wird nun gegen einen 42-jährigen Mann wegen versuchter Tötung. Die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz will nicht noch einmal für das Amt kandidieren. Nach 12 Jahren im Amt wünscht sie sich nun mehr Zeit für Familie und Freunde, so die 63-Jährige. Nun soll der Landtagsabgeordnete Frank Thilo Becher für die SPD ins Rennen um den Oberbürgermeisterposten gehen. Die Oberbürgermeisterwahl in Gießen findet voraussichtlich Ende September zusammen mit der Bundestagswahl statt. Ja, früher war er mal als Plage verschrien. Seit dem vergangenen Jahr steht er aber auf der roten Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Und deshalb ist bei Umweltschützern die Freude jetzt groß, dass sich südlich der Bergstraße 3 Feldhamster niedergelassen haben. Sie sind wahrscheinlich von Baden-Württemberg eingewandert. Dort gibt es ein großes Feldhamster-Wiederansiedlungsprojekt. Umweltministerin Priska Hinz hofft jetzt, dass sich die 3 bei uns in Hessen wohlfühlen. Und wir natürlich auch. Das war's von den Nachrichten. Weiter geht's mit Christine und einer ausnahmsweise schönen Geschichte im Zusammenhang mit Corona. Tja, die guten Nachrichten gehen weiter, Martin. Es gibt nämlich ein einmaliges Projekt an der Uni Frankfurt und das sorgt wirklich für Furore. Spenden sammeln für die Corona-Forschung, klar. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wir spenden gerne für Bedürftige, aber spenden für Forscher, damit sie erfolgreich sind im Kampf gegen Corona. Das ist was Neues. Warum, erklärt uns gleich ein Fachmann im Interview. Erstmal sehen wir aber, wie überrascht die Forscher selbst an der Frankfurter Uni sind über die vielen Spender. Auch sie hat das möglich gemacht, Raina Jockers aus Frankfurt. Sie gehörte zu den vielen, die wie sie 50 Euro und andere kleine Spenden gegeben haben und den Corona-Fonds der Uni rasant ansteigen ließen. Im Frühjahr hatte sie gerade eine neue Arbeit begonnen, dann plötzlich die Pandemie. Sie bekam Angst. Als Studentenbetreuerin an der nahen Fachhochschule hat sie kein üppiges Gehalt, dennoch spendete sie. Von heute auf morgen hat sich mein Arbeitsalltag geändert. Ich wurde ins Homeoffice geschickt. Gegen die Unsicherheit wollte ich etwas tun. Und eine kleine Aktion wie eine Spende zu tätigen, hat mir doch so ein bisschen Sicherheitsgefühl vermittelt, dass ich auch in einer Krisenzeit handlungsfähig sein kann. Der Corona-Spendenfonds schlug richtig ein. Für ein einzelnes Virusforschungsprogramm kamen in wenigen Monaten 5 Millionen Euro zusammen. Die meisten Spenden sind kleine Beträge zwischen 10 und 100 Euro von mehr als 2000 Spendern. Einzigartig bislang, denn die Uni war es gewohnt, dass pro Jahr in der Größenordnung zwischen 10 und 20 Millionen alljährlich an die Goethe-Universität kommen, in Form von Spenden für unterschiedlichste Projekte. 5 Millionen Euro für den Goethe-Corona-Fonds ist natürlich ein Wort, das gibt einen Peak, der wirklich signifikant ist und der nachhaltig wirkt.
Zu den Kleinspenden gehören auch massenweise Eintracht-Fans. Der Verein hatte die Aktion bei den Fans publik gemacht. Rund 500 beteiligten sich. Sie machten eine große Welle für die Wissenschaft. Das zeigt im Wesentlichen eins, dass die Menschen, wenn sie sehen, es gibt einen konkreten Zweck, der unterstützt werden muss, weil er gut ist, weil er Gutes tut, weil effektiv gearbeitet wird, weil man auch eine gute Zusammenarbeit pflegt, eine Unterstützung genießen muss und verlangt. Und deswegen auch wir eine hohe Spendenbereitschaft in dem Bereich hatten, 150.000 Euro. Ich kann mich nur bei allen bedanken. Und Experten wie Sie profitieren. Professorin Sandra Ziesek etwa, die die medizinische Virologie leitet. Sie arbeitet daran, mit aufwendigen Tests bekannte Medikamente zu finden, die vielleicht auch gegen das SARS-Virus wirken. Auch die Infektiologin Maria Fehrenschild kann dank Spendengeld mit mehr Personal schneller arbeiten. Sie baut mit ihrem Team eine Biobank im Tiefkühlschrank auf mit Proben von Covid-Kranken, um anderen Forschern zu helfen. Ein sehr großes Projekt. Der Goethe-Corona-Fonds hat uns mit 30.000 Euro unterstützt. Wir sammeln von Covid-19-Patienten Daten und Bioproben, verarbeiten sie dann so, dass sie lagerfähig werden und stellen sie dann eben anderen KollegInnen zur Verfügung. Mehr privates Geld für mehr Erkenntnisse. Zu den wenigen Großspendern zählt die Milliardärsfamilie Quandt aus Bad Homburg. Seit Jahren engagiert in sozialen und medizinischen Projekten. Vor die Kamera gehen sie so gut wie nie. Stefan Quandt macht heute eine Ausnahme. Er hat für diesen Fonds dieses Jahr fast 1 Million Euro gespendet. Vor allem für eine neue Professur in der Virologie. Wir sind in der Lage, das eine oder andere mehr zu tun als andere. Und das ist eben schlichtweg das, was ich als gesellschaftliche Verantwortung verstehe, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten eben etwas dazu beiträgt. Wir sind als Familie in der Lage, diese Summen dort zum Einsatz zu bringen. Eine Professur ist eben etwas, was man nicht für 10.000 Euro bekommt, sondern da sind andere Beträge vonnöten. Der Corona-Spendenfonds, der noch läuft, bis die Pandemie besiegt ist, macht Furore an der Frankfurter Universität. Ja, dieses Projekt hat auch Burkhard Wilke aufhorchen lassen. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Erstmal schönen guten Abend, Herr Wilke. Guten Abend, Frau Gesang. Ihr Institut gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Es ist unabhängig und kennt sich bestens aus mit dem Spendengeschäft. Sie vergeben ein anerkanntes Spendensiegel. Warum ist denn eine Spende für die Wissenschaft in Hessen ja in ganz Deutschland so außergewöhnlich? Weil im Normalfall etwa 3/4 der Spenden in Deutschland, und das sind in der Gesamtsumme immerhin 10 bis 11 Milliarden Euro pro Jahr, 3/4 also für humanitär-karitative Zwecke gespendet werden. Und nur die übrigen 25%, die teilen sich auf viele weitere wichtige Zwecke wie Bildung, Umwelt, Tierschutz und eben auch Wissenschaft. Und insofern ist das schon wirklich etwas Besonderes, auch die Einzelsumme, die hier zusammengekommen ist. Wie erklären Sie sich das? Erklären Sie sich das wirklich mit dieser Corona-Pandemie oder gibt es noch eine andere Erklärung? Ich denke, es gibt ein ganzes Bündel von Erklärungen. Zum einen fühlen sich die Menschen betroffen, weil sie ja selbst von den Einschränkungen auch betroffen sind. Und da ist es ein ganz normaler Impuls, dass man etwas dagegen tun will. Das kann man tun, indem man für weit entfernte Bedürftige spendet, in diesem Fall aber auch, indem man ganz gezielt für die Forschung vor Ort spendet. Und hier kommt ein weiterer positiver Faktor hinzu. Wenn ich einen regionalen Bezug habe zu dem Spendeneinsatz, dann fällt es mir auch noch mal leichter, mich zu motivieren. Und wenn ich auch konkret das Feedback bekomme, etwa wie durch Sendungen wie jetzt hier heute bei Ihnen, dass ich konkret sehe, was geschieht mit dem Geld, auch dann ist es wiederum leichter noch zu spenden. Wir bemerken aber insgesamt auch eine steigende Spendenbereitschaft. Das heißt nicht nur für solche lokalen Projekte, sondern auch für Bedürftige weltweit. Hat Sie das denn überrascht, diese Spendenbereitschaft? Wie geht es Ihnen damit, dass das so ist? Das ist wirklich toll und das ist auch für die Wissenschaft, denke ich, ein wichtiger Aufruf auch für die Zukunft, auf Vertrauen auch zu bauen. Die Spendenbereitschaft auch für weltweite Projekte. Und da muss man ja wirklich sagen, dass viele Menschen in vielen anderen Ländern die Corona-Krise sehr viel existenzieller spüren noch als wir. Die ist wirklich sehr positiv. Das kennen wir allerdings auch aus anderen Katastrophen. Wenn die Not groß ist und darüber berichtet wird, dann spenden die Menschen auch hier in Deutschland. Und insofern ist es nicht wirklich überraschend, was sicherlich ein positiver Faktor auch ist, dass die deutlichen Stützungsmaßnahmen der Bundesregierung vielen Menschen in Deutschland doch eine existenzielle wirtschaftliche Angst genommen haben und ihnen von daher den Rücken frei gehalten haben, auch zu spenden. Das gilt nicht für alle, aber doch für viele hier in Deutschland.
Nun könnte man sagen, ja, so eine Milliardärsfamilie wie die Quanz, denen sitzt das Geld natürlich locker. Die können eine Professur sogar spenden mit ihren Geldern. Wer spendet sonst noch? Sind das ganz normale Leute? Wir haben in Deutschland eine sogenannte Spendenquote von knapp 50%, also etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung spendet. Und das geht quer durch alle Bildungsschichten, auch quer durch alle Einkommensstufen. Die Menschen, die überdurchschnittlich viel verdienen, tragen auch überdurchschnittlich viel zum Spendenvolumen bei. Aber umgekehrt, die Menschen, die eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich verdienen, die geben in Relation, im Verhältnis zu ihrem Einkommen sogar anteilig mehr Geld ab als die reichen Menschen. Insofern ist die Spendenbereitschaft wirklich sehr breit verteilt, auch in allen gesellschaftlichen Ebenen. Ja, anscheinend macht Spenden glücklich. Dankeschön, Herr Wilke, für das Gespräch. Gerne. Tja, und diese beiden, die haben ihren Traumjob gefunden und haben allen Grund, richtig stolz zu sein. Sie sind Deutschlands beste Nachwuchshandwerker. Tja, wer noch überlegt und sich fragt, was mache ich eigentlich mal nach der Schule? Er kommt vielleicht, wenn er den Film sieht, auch auf den Geschmack. Und wer noch einen guten Handwerker oder eine gute Handwerkerin sucht, der freut sich dann auch. Kraft und Genauigkeit. Philipp Mertens braucht beides. Der 28-Jährige hat seine Ausbildung zum Gerüstbauer als Bester in ganz Deutschland abgeschlossen. Nicht selbstverständlich, denn eigentlich wollte er zur Bundeswehr. Hat aber auch mal kurz Informatik studiert und nur zufällig den Gerüstbau kennengelernt. Volltreffer. Teamarbeit ist das, was mir richtig viel Spaß macht und vor allem das selbstständige Arbeiten. Also man kommt morgens auf die Baustelle, man muss selbstständig feststellen, wie setze ich das nun um, wie mache ich das, wie baue ich das Gerüst auf und am Ende vom Tag sieht man dann, was man geschafft hat und kann glücklich nach Hause fahren. Philipp Mertens ist stolz auf seine Auszeichnung, gerade weil er so in den Beruf reingerutscht ist. Und das, obwohl er es mit der Höhe eigentlich nicht so hat. Mir persönlich ist es irgendwo auch leicht gefallen. Also mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe mich gerne dahinter geklemmt und habe meine Prüfung einfach gerne mit einer guten Leistung abschließen wollen. Und ja, dass das dann so sehr gut geworden ist, das freut mich natürlich umso mehr. Inzwischen wirbt sogar sein Unternehmen mit ihm für neue Lehrlinge. Der Chef hat schon früh gemerkt, dass Philipp ein besonderer Azubi ist. Wenn man sich mit dem Herrn Mertens über seinen Beruf unterhält, dann kann man so sagen, auch an so einem trüben Tag wie heute, da geht die Sonne auf. Der ist so innerlich motiviert von dem, was er da tut. Und das macht auch allen, die mit ihm zu tun haben, Freude. Philipp Mertens will die Karriereleiter noch höher hinauf. Er hat den Meisterabschluss im Sinn und hofft, irgendwann Bauleiter zu sein. So genaue Ziele hat sie noch nicht. Aber auch Josie Martin hat ihre Lehre zur Schuhmacherin hier am Staatstheater in Kassel mit Bravour beendet. Die Ausbildung entdeckte sie am Tag der offenen Tür. Zufällig. Dann lief es wie geschmiert. Ihr Gesellenstück machte sie zur Innungsbesten auf Landesebene und dann deutschlandweit. Erst hatte ich gedacht, sie haben sich vertan und meinten nochmal den Landessieger, wo ich mir dachte, vielleicht einfach vertippt oder gemacht. Und ich habe es erst gar nicht so geglaubt, aber da kam nochmal eine E-Mail und ein Brief. Dann dachte ich, oh, das ist ja wirklich so. Ich habe einfach nicht damit gerechnet und bin einfach sehr glücklich, das geworden zu sein. Auch im Corona-Jahr bleiben die Anforderungen an die 20-Jährige hoch. Denn die Theaterproben gehen weiter. Es passieren einfach Sachen, die draußen nicht passieren. Es müssen Schuhe gemacht werden, die man draußen niemals machen würde. Wie halt Rokoko oder halt auch mit einem Metallgestell unten dran. Oder riesiges Plateau unten drunter. Oder auch für Männer, sehr große Männer mit großen Füßen, Pumps. Es ist alles sehr spannend. Josie Martin ist glücklich, dass sie das macht, was ihr wirklich Freude bereitet. Das spürt auch einer ihrer Ausbilder. Man hat auch Auszubildende, wo es nicht so gut umzusetzen geht, einfach weil die, weil diese Auszubildenden, das handwerkliche Geschick fehlt ein bisschen. Oder so diese Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist es jetzt. Und bei Josie ist es halt so, dass sie dieses handwerkliche Geschick hat und ja, für den Beruf anscheinend geboren ist. Auch die junge Schuhmacherin denkt darüber nach, ihren Meister zu machen. Durch den Sieg beim Bundeswettbewerb werden die Weiterbildungskosten teilweise übernommen. Einer der Vorteile, wenn man zu den besten Azubis in Deutschland gehört. Ja, toll. Vieles von dem, was uns Freude bereitet, das können wir im Moment überhaupt nicht machen, wegen Corona. Aber es ist einfach schön, davon zu träumen, was wir alles tun werden, wenn dieser Spuk irgendwann mal vorbei ist.
wieder mal richtig Party machen, auf ein Konzert gehen, ins Stadion gehen oder einfach nur schön essen und sich verwöhnen lassen. Unser Kollege Bernd Arnold, der hat einige befragt, auf was sie Lust hätten. Und es ist viel Schönes dabei. Ein Jahr hatte ich jetzt Zeit, mir darüber Gedanken zu machen und natürlich möglichst weit weg möchte ich. Ich möchte auf jeden Fall verreisen, mal aus Deutschland raus. Ja, Flug buchen, auf geht's. Weg und raus. Direkt zum Flughafen, in irgendein Flugzeug steigen und weg von hier. Mit meinen Freunden würde ich gerne nach Thailand fliegen und da einfach nur mal richtig auf die Scheiße hauen. Ab in den Süden. Ich würde eine Woche surfen gehen, mache ich irgendwie sehr, sehr gerne. Und Windsurfen, einfach ein bisschen aufs Wasser rauskommen, Kopf freikriegen. Auf jeden Fall reisen mit ganz wenig Geld. Einfach los, ohne Ziel. Ich fahre gerne nach Sylt, ab auf die Insel. Fidschi wäre toll, Bali wäre toll, einfach mal aufs Surfbrett nur eine Badehose tragen. Ich würde mir am liebsten einen Flug buchen morgen und mit meinem Skateboard Island erkunden. Ich denke, ich werde Bungee-Jumpen gehen. Ich habe es noch nie gemacht, eine geile Sache und man hat jetzt eh ein bisschen Geld angespart, weil man die ganze Zeit nichts gemacht hat. Freunde treffen, unbeschwert, trainieren gehen im Fitnessstudio, nicht draußen bei der Kälte. Wieder zurück ins Stadion gehen und einfach mal der Eintracht zuschauen, wie sie wieder mal 5-0 oder haushoch wieder mal gewinnt. Als allererstes ganz lecker essen gehen. Ins Theater gehen. Unbeschwert mit Freunden zusammenkommen und ganz normal irgendwo mal ein Bierchen trinken gehen. Eine riesengroßen Gartenparty machen und alle Freunde einladen, die wir die ganze Zeit nicht einladen konnten. Ich würde einfach mal gerne richtig Party machen. Mit meinen Jungs morgens anfangen, 2-3 Tage durchmachen, einfach Spaß haben, Sorgen vergessen, einfach viel Geld verballern. Nochmal 16 sein. Ich komme einfach wieder das Leben genießen. So, ich wieder jung fühlen. Ich fühle mich, als ob ich 10 Jahre gealtert wäre. Und die würde ich gerne wieder zurückholen in der Nacht. Wenn das jetzt mal endlich vorbei ist, dann tatsächlich doch so ein Tag shoppen, Kleidung für ihn mal durch die Spielzeugabteilung. Das wär wieder so eine Sache, die ich toll fände. Wieder Sport machen, im Fußballverein, Handball spielen. Mein Papa hat mir gesagt, dass wir in mein Geschäft gehen und mir ein neues Spielzeugauto kaufen. Und wieder ins Kino gehen und im Schwimmbad, wenn es wieder warm ist. Ja, so viele schöne Sachen fällt mir auch was ein. Also ich gehe auf jeden Fall ins Stadion. Und du? Mir fehlt meine Bar, muss ich gestehen. Auch gut. Ja, das ist so ein verlängertes Wohnzimmer, abends ein Cocktail. Aber hast du hier auch so eine Art Bar? Ja, habe ich. Der Keeper fehlt. Und um 22.15 Uhr bin ich schon wieder hier. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.